Hut ab, oder? Waffe scharf, jetzt stirbst du! Oh. Schiffe hatten wir nicht erwartet. Die meisten Schiffe hätten uns einfach sitzen lassen, aber du warst erste Klasse. Können wir uns revanchieren? Credits. Hoffentlich hilft dir das. Ich kann nicht den ganzen Tag plaudern. So. Klingt spannend. Seit deinem letzten Besuch ist es hier wohl bergab gegangen. Argos wird mit der Anlage hier offenbar nichts mehr zu tun haben. Du bist zurück. Aha. Nein! Oh nein, fang nicht damit an. Barrett reicht mir schon. Sein Papagei kann mir gestohlen bleiben. Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Warte, geht gleich weiter. Moment, Leute, geht gleich weiter. Ich muss einmal kurz Batterien wechseln.
Diesmal hatten wir nicht so viel Glück. Calvert, Troy und ein paar neue Dusties haben es nicht geschafft. Ja. Zu welchem Zweck? Wer weiß, worauf die Piraten aus waren. Rache? Beute? Vielleicht war es eine andere Crew und wir hatten bloß Pech. Wir alle wollten da weg. Doch es gab Verletzte. Darum warteten wir auf den Transport. Leider kam er nicht mehr rechtzeitig. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest. Mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen. Doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte: Bleib hier, Lynn. Ich mach das. Idiot. Das klingt nicht gut. Kommt drauf an, für wen. Barrett ist gefährlicher, als du denkst. Plötzlich sind zwei der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Er zerrt ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Helle an. Ich hab nicht alles mitgehört. Doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Seitdem sind sie verschwunden. Wer weiß, wo sie hingesprungen sind. Ich wollte das Schiff im Comm-Gebäude kontaktieren. Doch die Piraten hatten da ganze Arbeit geleistet. Der Versuch ist es wert. Aber die Chancen, dass du sie lebend findest, sind... Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Reparier den Kampfcomputer. Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Im Schlossknacken kommt wohl nur Wladimir Sol an dich ran. Du ziehst einige Daten von dir heraus und lädst den Inhalt auf deine Slate. Es handelt sich um eine Audioübertragung. Das jetzt Inventar öffnen. Notizen. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array auf Vectera. Ach, denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Hella. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet... Ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole, rettet uns. Aha.
Aha. Nützlich. Kommst du den Computer wieder zum Laufen? Ich habe einen Übertrag gefunden von Barrett. Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Heller dagegen? Okay, ich schicke dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Es stimmt, ich will nicht, dass meine Leute zu Schaden kommen. Nicht mal Barrett und Heller. Aber bitte, schenk mir jetzt keine Plüschtiere oder sowas. Finde sie einfach, okay? Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Natürlich. Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Geil. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Mein Vertrag bei Argos läuft aus und ein Tapetenwechsel wäre nett. Du bist wie kannst du mir helfen? Wenn du mir einen Außenposten zuweist, optimiere ich in Windeseile das Produktionstempo. Aber ich kann mich auch auf andere Weise nützlich machen. Ich kann mit Sprengstoff umgehen und werde mich nie über schweres Gepäck beklagen. Du wärst die perfekte Reisebegleitung für mich. Komm doch mit. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Ja, hahaha. Frontier. New Atlantis. Komm doch erstmal so mit. Okay, ich mach mich an die Arbeit. Wir reden später. Cool, neues Crewmitglied. Wow. Hallo. Ich habe gerade Essen fertig gekocht. Als du vorbeikommen willst, nur zu.
über dieses Teufelsding. Komm einfach rüber. Wenn ich andocke. Zumindest hat es die Form. Hat die Großmutter das Schiff erledigt? Schon irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Du meinst, wenn man sich das Wrack anguckt? Tja, das Schlimmste hast du verpasst. Bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Notfallmedikamente genommen haben. Weißt du, was mir durch den Kopf ging, als ich dich auf Vectera auf die Medbench legte? Heilige Scheiße, ich hab jemandem das Leben gerettet. Hab mich seltsam stolz gefühlt. Also, dann sind wir jetzt wohl quitt. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so... Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Nichts, was diesen Namen unbedingt verdient. Oh, dazu komme ich noch. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Und er hat jemanden erschossen, den er hätte nicht erschießen dürfen. Und er hat auf jemanden, er hat auf etwas geschossen, auf das er hätte nicht schießen dürfen. Bingo. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit. Dann machte er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Nein, genau.
glaube nicht. Er hielt sich die Rippen, hatte leicht Schlagseite. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung, ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu, dann waren sie weg. Hat ihn schon wieder. Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber ja, schätze schon. Vor ihrem Grafsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey, ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Solltest du nicht zurück zu Argos? Argos wird die ganze Sache abschreiben. Außerdem bin ich bei dir sicher. Hoffentlich. Bringen wir dich auf die Füße. Ja. Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Nein, Bulldozer. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Momentan fehlt mir der Platz, aber lass ein anderes Mal drüber reden. Ja, komm mit. Ah, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Was steht heute auf dem Plan? Alles klar. Dann bis später, Boss. Danke, dass du mich mitnimmst. Yep. Andere. Da hinten ganz. Ja, er geht ganz langsam.
Kann ich dir bei was helfen? Nein. Hey, Barrett. Hey, Hella. Meine früheren Arbeitskollegen. Ach ja, ich muss ja erstmal... erstmal anhören. Kann ich dir behilflich sein? Du siehst gut aus. Danke. Ich weiß. Du hast der Fleet jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen! Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn! Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Okay. Retten wir ihn. Dann mal los. Barrett. Hallo, komm bald wieder. Hallo, komm bald wieder. Wir sollten genügend Vorräte für die Reise nach Cassiopeia mitnehmen. Nächster Halt ist Cassiopeia? Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So. Ich probiere mal einmal was, weil ich will unbedingt wissen will, was das bringt, wenn ich jetzt sage, wir unsere Träge unversehrt zurück bist. Ich will mal wissen, ob sie immer noch hier bleibt oder ob sie wir komplett sollten verschwindet. Genügend Vorräte für die Reise nach Cassiopeia. So leicht wirst du mich nicht los. Aha. Das ist das also. Ich dachte, wenn ich dir wieder nur Fels. Zumindest können wir hier nach Materialien suchen. Also das heißt, wenn ich sage trennen, ist sie komplett weg. Ich dachte, ich kann sie nur als Begleiter wechseln. Also ist Sarah die einzige Begleiterin, die haben kann, aber vorhin konnte ich doch jemand anderen auswählen. Ich mich von der Mine abtreffen lasse, davon kriege ich jetzt 20 PP.
Alter. Also mit der Waffe komme ich da nicht rein. Wow. Die ist ja gut. Warum krieg ich weiter Damage? Ich bin in Deckung. Ich kann kein Damage kriegen. Ich bin in Deckung. Unlogisch, dass ich hier Damage kriege, obwohl ich in Deckung bin. Klar, ist auch eine tolle Idee. Ist auch eine super Idee, jetzt den Dietrich zu benutzen. Ich gehe einfach mit ohne geladenes Magazin raus und lass mich abknallen und dann lade ich nach. Genau. Ja klar, mit null Munition rausgehen. Ist ja auch so logisch. Da nicht eine Steuerung. Komm schon! Dass ich die Geschütze auf die richten kann. Wow.
Du bist tot! Verdammt! Ich sollte besser aufpassen. Ja, sollte ich so. Die Waffe ist cool. Moment, was war das? Das war's dann wohl. Ist was. Geschafft. Oh nein, ist das so groß wieder? Ach so.
im Universum ist nichts garantiert. Weiß man, die physikalischen Gesetze relativ. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das? Nur die Wahrheit, bitte. Mal überlegen. Ein Einhorn. Kann. Ein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Horn? Ach was. Saß König Artus im Sattel? Okay, es war eher ein extremophiles Wesen, das aussah wie ein Pferd. Da draußen sollte man eben mit allem rechnen. In den Weiten des Alls sollte man mit allem rechnen. Sonst schmilzt einem das Hirn. Hallo. Him. Ihr habt mich gefunden. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das mit Barrett das erste Mal war. Aber das ist es nicht. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Du verstehst dich mit den Piraten? Matsura und ich haben so einiges gemeinsam. Wir sind beide Fluchtkünstler. Systef hat mich schon oft gefangen genommen. Genau das meine ich. Relativität. Jedes Wesen im Universum ist auf der Flucht vor etwas. So ist es. Frag nicht warum. Hoffentlich habt ihr euch nicht gesorgt. Tatsächlich ist der miese Matsura ein guter Gastgeber. Gefangenschaft kann auch schön sein. Das mag ich an dir, Matsura. Immer zuvorkommt. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Ja, gut. Das wäre beglichen. Bis dann, Barrett. Hat Spaß gemacht. Mir auch, Matsura. Viel Glück mit der Piraterie. Matsura hat das Sagen. Sei froh, dass der Boss so nett ist. Ich hab dir nichts zu sagen. Er ist frei. Komm lieber nicht wieder her. Also. Zurück zur Loge? War das alles für dich nur ein großer Spaß? Hey, vergiss nicht, dass ich gerade so den Kopf aus der Schlinge gezogen habe. Ein bisschen Charme kann einem das Leben retten. Wusstest du, dass ich bei der Constellation landen würde? Ganz ehrlich, ich war mir bei dir nicht sicher. Aber hey, manchmal lohnt sich das Risiko. Wer war dieser Parade? Der miese Matsura? Ziemlich netter Kerl für einen Piraten. Bin vor einer Ewigkeit mal mit seinem Mentor aneinander geraten. Der war auch so seltsam zuvorkommend. Okay. Ich habe sonst auch nichts mehr. Die oben darf ich killen, die hier unten. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Ja. Piraten bestehen ist doch ein cooles Ding. Na dann.
Barrett. Halt die Augen offen. Wir sind im Gebiet der Crimson Fleet. Ich weiß schon, dass wir gerade da waren. Ja. Halte nicht viel länger durch. Wo auch immer Barrett jetzt hin ist. Nicht weit. Wie geht's dir, Dusty? Jetzt kennst du dich mit Piraten aus, oder? Ich will unbedingt wissen, ob Noels These zu den Gut, dann... Sind jetzt eigentlich die anderen geblieben? Von Trier? Ah, ne. New Atlantis. Basel. Wo sind die beiden? Und wie geht's dir, Barrett? Genauso wie noch eben gerade. Warum guckst du mich so an? Kann ich die beiden in New Atlantis absetzen, oder? Ehrlich gesagt, war es gar nicht so schlimm. Klar wurde ich nicht gerade auf Händen getragen, aber sie haben mich auch nicht gefoltert. Okay. Dann glaube ich dir das mal. Aber falls du je reden willst, bin ich für dich da. Danke. Vielleicht nehme ich dich irgendwann beim Wort. Gut, dass Barrett nicht gestorben ist oder getötet wurde. Das wäre echt ein Jammer. Okay, dann bringen wir die Jungs einfach und Jungs und Mädels nach Hause. Es kann nie schaden, mal in der Loge vorbeizuschauen. Ja, wenn man nicht laufen kann, weil man zu überladen ist. Irgendwelche Entdeckungen gemacht wurden, während wir weg waren? Captain, könnte ich auf Ihrem Schiff helfen? Ja, aber ich brauche ein größeres Schiff. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deinen Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtrey. Ist das etwa? Ha, wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Du spürst es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte, seit den Visionen. Sie wirken einfach beruhigend. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da.
Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Gemeinsam reisen klingt gut für mich. Wer ist dann der Captain der Frontier? Man sollte nicht an einem Schiff hängen. Wenn es zum fünften oder sechsten Mal explodiert und man wieder mal verschollen geht, geht auch die Liebe. Außerdem ist die Frontier nun ein Schiff der Constellation. Du gehörst jetzt dazu, also teilen wir sie uns. Klingt gut für mich. Fantastisch. Wir sollten genügend Vorräte für die Reise nach... Nächster Halt ist Cassiopeia? Captain, mit mir an Bord. Würdet ihr haben Sie heute neue Anweisungen? Benötigen Sie Hilfe mit Ihren Gegenständen? So. Was haben wir denn hier? Er hat auch noch eine Menge Ressourcen hier. Ja. Auf Wiedersehen, Captain. Ich muss auf jeden Fall alles loswerden, auf jeden Fall. Wer hat denn hier was zu verkaufen? Wer kann hier was verkaufen? Du warst doch hinter mir. Wie kommst du jetzt auf einmal wieder von vorne? Ach ja. Irgendwie. Kann sich ja teleportieren. Muss ich so langsam laufen, dass ich wieder genug Weiß kriege. Raumhafen. Hoffentlich haben die wieder 5000. So, da wollen wir doch mal gucken, ob die wieder Geld haben. Denn ich muss unbedingt Ballast loswerden. Wir haben alles. Hinten haben wir noch ein bisschen mehr. Sieh dich in Ruhe um. Ja, 5000, geil. Kann weg. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Ja, gern geschehen. Jetzt da unten noch ein bisschen was loswerden.
Ich sage es dir, Bianchi, mit den Stiefeln stimmt etwas nicht. Wenn ich sie in der Metro trage, hat das Shuttle Verspätung. Wenn ich Kaffee kaufe, verbockt der Barista meine Bestellung. Ich laufe quasi mit zerbrochenen Spiegeln in der Tasche unter Leitern durch. Und das passiert immer nur, wenn ich deine Stiefel anhabe. Und? Was soll ich jetzt machen? Ich will mein Geld zurück. Okay, okay, ich nehme die Stiefel zurück. Aber sag niemandem, dass du sie hier gekauft hast. Nicht schon wieder diese Stiefel. Tageslicht wird völlig überbewertet. Ich komme prima ohne... Ah, ja, die Stiefel. Ich sag's ungern, aber sie hatte recht. Die wurden schon zum dritten Mal zurückgebracht. Immer derselbe Grund. Vielleicht sind sie wirklich verflucht. Wo hast du sie her? Von einem UC-Kontakt. Wie fast alle meine Ware. Aber nachdem der zweite Kunde die Stiefel zurückgebracht hat, habe ich recherchiert. Sie wurden von einem Haus-Varun-Schiff beschlagnahmt. Das allein sagt mir schon, dass was nicht stimmt. Hast du versucht, die zu zerstören? Und vielleicht freisetzen, was da drin ist? Dafür habe ich zu viele Horrorvideos gesehen. Ich habe es mir kurz überlegt, wollte das Schicksal aber lieber nicht herausfordern. Und außerdem passen sie mir nicht. Klingt ja fast schon gespenstisch. Möglich. Jedenfalls ist es schlecht fürs Geschäft. Du hast ein Schiff, oder? Kannst du mir einen Gefallen tun? Am anderen Ende der Galaxie soll es eine UC-Station geben, die Der Bau heißt. Wenn du dahin fliegst und die Stiefel in eine Kiste stopfst, bekommst du ein paar Credits. Okay. Warum lässt du sie nicht einfach im All zurück? Habe ich tatsächlich schon versucht. Und weißt du, was passiert ist? Irgendein UC-Pilot hat sie aufgesammelt und sie sind wieder in meinem Laden gelandet. Nein, ich will, dass die Stiefel weg sind. Aber ich will auch wissen, wo sie sind. Okay. Endlich. Endlich kann ich diese blöden Stiefel an jemanden abtreten. Sozusagen. Sorry. Hier. Ich habe deine Credits, wenn der Job dann erledigt ist. Wenn du mich fragst, das wahre New Atlantis, klar doch. Jetzt hab ich Pech, jetzt hat er nur 1350. Was? Ich hab ein Gewehr? Das war's? Mehr kann ich an ihn nicht verkaufen? Wenn du noch was brauchst, ich bin hier. Was für Stiefel. Was sind denn die Stiefel? Ich sehe die gar nicht. Stiefel nicht. Ach, da. Glücksstiefel. Oder Pechstiefel. Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Ja, ja. Willkommen bei der Hand. Bist du aber... Und dann wirst du hier nicht... Also, was? Kenn ich schon.
dann gilt das Gesagte nicht. Und ich bitte, lass es mich wissen. Gerne doch. 11.000. Mal gucken, ob das reicht. Gut. Aha. Hat sogar auf dem Unterdeck floriert die Handelsaufsicht. Ach, widerlich, oder? Einfach widerlich. Oh, ich habe einen Skillpunkt. Ich muss mich auf jeden Fall überzeugen. So. New Atlantis. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nicht vergessen, Leute, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr weiterhin nicht verpasst und auf dem Laufenden bleibt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kusho.